Neulich hat mir jemand eine wirklich berührende Geschichte erzählt. Stell dir vor, da hat ein Mann, immer wenn er hier gearbeitet hat, Findlinge in seinen Kofferraum gepackt. Und dann am Wochenende ab auf die Autobahn Richtung Thüringen. Ich dachte erst, was für eine Unverschämtheit. Man kann doch nicht alles einfach mitnehmen, was so am Wegesrand liegt. Das sind doch schließlich unsere Findlinge. Wahrscheinlich nicht ganz dicht. Ja. Auf jeden Fall geht das nicht mit rechten Dingen zu. Denn sowas, die sind echt schwer. Und überhaupt, diese Steine liegen hier schon seit der Eiszeit. Was bildet er sich ein? Das hat mich nicht in Ruhe gelassen. Und dann habe ich ihn angesprochen. Hat dir das einer erlaubt? Da fummelte er plötzlich an seiner Brieftasche. Jetzt dachte ich, das ist jetzt aber nicht wahr. Es gibt doch keine Findlingsmitnahmeberechtigungsscheine. Aber nein, er zeigte mir ein Foto mit einer Mauer aus Findlingen. Und dann erzählte er mir, wie er hier aufgewachsen ist und wie er es vermisst und dass selbst seine Frau seine komischen Findlinge liebt, die ihm so ans Herz gewachsen sind, weil sie ihn an diese Landschaft, an diese Uckermark erinnern. Die Arbeit hat ihn gen Süden gezogen. Aber das Herz braucht ein paar Steine im Garten. Ein Zeichen von zu Hause.